Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge RimWorld. Und wir sind fleißig am Growen. Hier gibt's richtig bald Obst und Gemüse. Und ich glaube, ich mache einfach direkt noch eine Area dazu. Hier nehme ich und da machen wir jetzt mal hier Hopp. Können wir ein bisschen Bier machen. Ich weiß, das ist alles ein bisschen jetzt auf einem Fleck und so, aber vielleicht mache ich das ja nächsten Winter mal wieder anders, aber im Moment ist es jetzt erstmal so. Und ich will jetzt eigentlich gleich mal ein neues Krankenhaus bauen. Ist nur die Frage, wo ich es hinsetze, ob ich jetzt das hier hin. Beavers! Sind direkt bei mir. Da freut sich jemand, wenn er die töten darf. Und wie viele Steine habe ich denn? Von denen habe ich 164. Von Granit habe ich 239. Ich kann hier mal Bills und dann Until you have und dann wird es mal ein bisschen höher geregelt. Da geht dann auch mal was. Dann wird der Boden hier doch irgendwann mal fertig, weil so. Das ist halt alles nur Slate. Ich habe keinen Sandstone, oder? Was ich hier brauche, ist. Nein, ich habe jetzt Granite. Habe ich jetzt genommen. Es ist halt so viel Granit. 29 mal Granit. Wenn sich jemand drum kümmert, wäre das natürlich toll. Aber wir können ja mal überlegen, wie groß wir denn so ein Krankenhaus eigentlich brauchen. Da drin. Raid. Ach komm, ey. Das Spiel mag mich nicht. Also ich mache erstmal hier Furniture. Da wollte ich nämlich noch eine Standing Lamp reinsetzen. So. Und jetzt gucken wir uns den Raid an. A group of pirates from Shadow of nearby, they attack immediately. Ah, die kommen auch noch von hier. Das ist ja unglaublich. Scheiße. Was haben die denn? Du hast was? EMP Grenades. Molotov Cocktail Set. Das ist natürlich scheiße. Also Jenny. Gehst mal zu deinen Waffen. Und hier hin. Manu geht hier hin. Der ist eh angeschaltet. Und hier. Da gibt es noch keinen Weg durch, ne? Ich hab da. Doch, da ist ein Weg durch. Gucken. Wie die jetzt angreifen wollen. Und du schießt natürlich nur auf den. Und jetzt ziehst du dich zurück, bitte. Jenny, zurück. Manu, du bist hier in Position. Blume hier. Er nicht, der haut dich kaputt im Nahkampf, weil er so ein scheiß Ding hat und ihr seid halt ja, eure Waffe ist für zu große Entfernung ausgelegt, also Blume, versuch mal weiter zu rennen. Attacking Jenny, okay, jetzt muss die Jenny rennen und gehst mal hier hin und Jenny rennt jetzt mal weg. Warum hast du denn einen Nahkampfangriff gemacht? Das war doch einfach doof. Tim Rescue. Ach, die haben halt nur diese Scharfschützengewehre. Die sind irgendwie. Ja, jetzt ernsthaft die Jenny getroffen, oder? Ey, das gibt's doch nicht.
Vielleicht kann hier jemand Denise mal einen Schalter umlegen. Und wenn die Jenny es schafft, dann rennt es halt mehr bis hier. Nice, der Alpaka hat ihn umgebracht. Ernsthaft? Egal. Ich akzeptiere das jetzt einfach so. Und dann Manu, du kannst jetzt auf den hier schießen, oder? Nee, du brennst ja gerade. Sonst kann auf niemanden schießen. Also jetzt muss ich gerade mal kurz klarkommen, was hier gerade passiert. Wir haben Blume, ist schon am geheilt werden sozusagen, ist schon, versteckt sich schon. Was machst, was war, ist dein Job gerade? Beating out fire, ja. Ich meine, es regnet eh. Es wird wahrscheinlich... Wie arg bist du verletzt? Gib ihm doch mal Medizin, das wäre mir ganz recht, weil du stehst ja eh neben der Medizin. Also ihr schlagt euch gerade gegenseitig, oder? Okay, der ist down. Machst du, Denise? Du machst Fliegen. Nee, das ist mir gerade nicht so. Los, Jenny, den kriegst du noch. Denise rettet mal den Manu. Gucken, ob Jenny nochmal auf ihn schießen kann. Ah, einen Schuss kannst du vielleicht noch abgeben. Komm, 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 komm. Schade. Dann darfst du wieder dich deiner Arbeit widmen. Die wahrscheinlich erstmal ist. Geheilt werden. Machen wir hier nochmal ein Medical Bed draus. Consuming Five Meal. Major Break Risk für Tim, oder? Very ugly environment, very joy deprived. Ja, da drin ist wohl ziemlich scheiße. Denise schläft gerade erstmal ein bisschen. Ja, den kannst du ja mal heilen. Wir brauchen irgendwie mal einen Nahkämpfer oder so, der die... Wir brauchen auf jeden Fall erstmal Leute, die überhaupt uns mal helfen. Das kann ja irgendwie nicht sein, dass immer die hier hinkommen und uns immer komplett überrennen. Du bist geheilt so ein bisschen, oder? Ah, jetzt können wir hier entweder überlegen, ob wir sie retten. Ja, wir sollten es schon machen. Da müssen wir gleich nochmal kämpfen.
Ah, die kommen auch von da. Kannst du denn kämpfen? Weil dann geben wir, können wir dir eine Waffe geben. Schau mal, Shooting 8. Nimm noch jemand die Waffe. Denise, du musst jetzt mal kurz aufstehen. Und die Jenny heilen. Wenn nämlich jetzt die neue kommen. Das soll nicht ausgeschaltet werden. Das bleibt an. Das bleibt an. Das bleibt an. Mal gucken, von wo die kommen. Ich weiß ja nicht. Uiuiui, vier Stück. Fünf! Ah, die sind halt, haben halt nur so Nahkampfkrams, aber. Manu, kann ich dir schon. Extreme Pain, aber du blutest nicht. Manu cannot walk, mhm. Geh mal da runter. So, Denise, Tim, Blume. Holst jetzt mal schnell eine Knarre. Okay, zwei weniger. Okay, die greifen das nächste Ding an. Mhm. Denise hält Jenny, ja, die greifen meine Sonnenkollektoren an. Okay, jetzt rennen sie. Lass ich sie rennen, oder? Ja. Ja. Okay. Manu ist patient, der. Den muss sich halt mal jemand kümmern, oder? Ich muss jetzt leider mal kurz den Manu heilen. Und wir brauchen ein neues Krankenhaus auf jeden Fall. Andere Tiere heilen sich auch gerade. No food, meine breakfast, tethered apparel. Okay, ja, das ist alles okay. Denn die Dolly. Immer nur Frauen.
Dann Dolly, nennen wir dich da mal un. Und nennen dich. Wie nennen wir dich? Du bist die Enya. Ja, das ist wirklich ein Name. Ja, ich bin mir sicher. Doktor 4, Bedrest 1, wenn du verletzt bist. Flick ist auch 1. Warden ist nicht so wichtig, das machen andere Leute. Was kannst du denn überhaupt? Guck mich doch mal an. Liebe Ninja. Du bist ein Slowpoke. Du bist gut im Growen. Das ist doch schön. Medizin willst du gerne lernen. Aber Growing wird schon mal deine Hauptaufgabe wahrscheinlich werden. Du kannst nicht craften, researchen, ist auch absolut in Ordnung. Das warst du mal ein Child Spy. Du warst ein Kinderspion, deswegen kannst du schießen. Da bist du im Researchen schlecht, aber dann warst du später ein Gardener. Und das wirst du jetzt auch wieder sein. Weil das brauchen wir auf jeden Fall. Mit 14 ist halt richtig krass. Deswegen ist deine Hauptaufgabe dann, wenn du nicht gerade dich um irgendeinen anderen Kram kümmerst, dann machst du Growing. Mining, mein Gott, warum nicht? Plant Cutting ist ja dann wichtig, weil du ja. Sollst du dich um die Pflanzen kümmern und Cleaning? Ja, das kann man ja auch machen. Jetzt müssen wir bald mal ein Krankenhaus bauen, weil das ist mir jetzt langsam zu klein hier. Und warum bist du nicht am dich heilen lassen? Weil du kein Bett hast oder Rest until healed? Weil das bringt mir nichts, wenn du hier rumrennst und dann geht's dir nicht gut. Von welchem Stein haben wir am meisten? Vom Granit. Hier kommt auch Granit hin. Also, die haben erstmal genug zu tun. Und Essen. Ja, die Ninja ist direkt hier am Essen sammeln. Aber wir haben zwei fertige Meals nur. Aber so ist auch gedacht. Endlich jemand, der sich mal darum kümmert, dass das Essen hier kommt. Natürlich blöd, wenn Denise hier sich. Disease Infection. Jenny has gotten sick from infection. Right middle toe. Okay. Kannst du dich da kurz drum kümmern? Kümmere dich doch mal kurz um sie, die hat da so eine. Also eine Infektion. Manu jetzt auch. Eieiei. Denise isst kurz was. Es gibt jemand was zu essen, wem denn? Was machst du denn da? Achso, jetzt heilt sie das Alpaka. Du solltest den Manu dann auch nochmal heilen. Weil der hat jetzt auch immer so eine komische Infektion. Man, es gibt's doch nicht. Ja, okay, es ist nur eine blöde Ratte. Und die Türme sind, glaube ich, alle noch an. Sollte machbar sein. Die Ninja kann. Ach, Ninja hat kein Bett. La la la. Ninja schläft draußen. Hier ist erstmal nur ein Sleeping Spot, damit du erstmal irgendwo schlafen kannst. Nicht ganz so scheiße ist. Ninja. Und als nächstes wird hier Furniture und kommt hier noch ein Bettchen rein. Oder wir haben bestimmt noch ein Bett irgendwo rumstehen, oder? Ja, Wooden Bed Normal. Cancel. Und strommäßig kann ich ihn mal abreißen. Blum ist fully healed, das ist ja schon mal gut. Die Ratte kommt. Ist tot.
Dienst kümmert sich um die Kranken. Alpaka ist geheilt. Ja, die haben halt mitgekämpft, die Viecher. Die haben uns ein bisschen den Arsch gerettet. Jetzt kommen noch Traveler, okay. Meine Bauern müssen halt mal wieder Zeit bekommen. Electric Stove. So. This simple meal ist hier aus nur vegetarisch. Aber das rein vegetarische, das brauche ich eigentlich im Moment gar nicht. Das kann ich nach unten schieben. Weil im Moment wäre das Wichtigste eigentlich, ja, fast die Fine Meals zu machen. Weil das haben wir jetzt ja wieder neu. Timbo self-tamed. Das ist doch cool. Du kommst mal zur Home Area. Und man kann hier halt einfach alles beibringen. Voll Rescue und Release. Geil. Freut sich ja Tim. Kriegt er wieder einen neuen Freund. Muss er nicht irgendwelchen Eichhörnchen beibringen, wie sie Fass machen. Ihr müsst es halt auch irgendwann reintragen, ne? Ich hoffe, das ist euch irgendwie bewusst, dass ihr nicht nur pflücken könnt. So, laufen jetzt alle wieder? Ne, Jenny ist immer noch krank. Der hat immer noch eine Infektion im Fußzeh. Und Tim hat auch echt so... Bau doch mal den Boden. Das ist mir jetzt... Irgendwie macht das keiner. Was ist das? Ah, das Füchschen. Der war verletzt, oder was? Ein Wölfchen ist dem ist es. Man verbrennt ein bisschen Leichen. Legt wieder ins Bettchen. Low Food, ja, das weiß ich. Tethered Apparel, das löst sich auch so bald von alleine, wenn hier die ganze Baumwolle gleich fertig ist. Dann werden die wahrscheinlich erstmal die Baumwolle da runter tun, weil da oben alles voll ist. Da kommt gerade ein bisschen Essen raus. Ich brauche jetzt gerade nichts zum Forschen. Es wäre mir vielleicht lieber, wenn ihr es schafft, dass man... das Essen wieder auf Vordermann kommt. Und die Küche generell, die sieht aus wie Scheiße. Ja, Cramped Environment, da arbeiten wir jetzt gleich dran, dass das nicht mehr passiert. Was macht Denise eigentlich gerade? Die hat gerade selbst gegessen. T.
Tim got food poisoning. Ja, okay. Echt, ey, Tim. Sind eigentlich die Kollegen hier noch unterwegs? Die Biber? Nee, sehe ich auch nicht mehr. Die Nisa hat halt so viel mit den Kranken zu tun, dass sie gar nicht dazu kommt, das Essen zu kochen. Na, jetzt fängt sie halt ein bisschen an. Aber selbst das ist halt nur ein Tropfen auf einen heißen Stein. Da macht sie ein Essen, das gibt sie dir nach wieder direkt jemanden. Was ist denn Severe Illness? Infection Extreme. Ich könnte die halten. Also ich kann den amputaten. Da musst du es jetzt wohl leider machen, Denise. Musst du den Mittelzeh entfernen. Bevor sie in der Infektion stirbt. Niemand baut denn ihr Bett auf. Und wir haben alle gerade ganz schön große Probleme. Haben wir jetzt Heatwave? Ja, okay, wird halt heiß. Du brauchst weiter Essen. Es wäre immer ganz nett, wenn irgendjemand mal auf die Idee kommen würde, den ganzen Scheiß zu haulen. Wer schießt hier rum? Na? Die jagt hier irgendwas, aber... Ah, da, Jenny. Was jagst du? Da, und ein Biber. Mach ihn tot, den Spast. Ich komme mal auf die Idee, hier die Sachen einzusammeln. Mal kurz. Ah, genau. Und ich kann hier sein. Ich habe hier für sie noch nicht, was sie zu tun hat, gemacht. Und Restrict. Nee, sein. Die Ninja soll ja auch bitte Worker tragen. Zieht sich direkt einfach was anderes an. Dann heißt sie nicht die ganze Zeit, ich muss so schreckliche Klamotten tragen. Das will ja keiner. Und jetzt machen wir Burn Apparel, machen wir nochmal dazu. Und da machst du nicht Any Quantity, sondern du machst nur Awful Shoddy, das soll auf jeden Fall verbrannt werden und das machst du für immer. Und dann gucken wir doch mal. Wie es bei euch jetzt so geht. Also wir haben jetzt das ganze Essen schon wieder weg. Weil die Nies halt schon wieder schlafen gehen musste. Haben wir noch irgendjemand, wer kocht denn sonst? Die Ninja hat 4, 3, 2, 4, 1. Sonst lieber trockenen Reis essen, das ist mir egal. Oder rohe Kartoffeln. Oder sowas. Und ich kann eigentlich dem Blume sagen, dass er nicht so wichtig growen soll. Das macht er mir eigentlich zu früh. Wobei, der hat auch Growing 10.
Ja, wenn es halt einmal am Laufen ist, dann macht es ja auch nicht mehr so viel Arbeit eigentlich. Hoffe ich. Jenny geht weiter jagen. Jetzt kümmert sich einfach keiner darum, dass das gebaut wird. Doch, jetzt Blumen wieder. Langsam nimmt es Form an. Fällt der Raum, wo die am meisten drin sind, der sieht am beschissensten aus. Und, wird's was? Ja, sie hat halt auch immer noch kein Bett. Und das ist nicht mehr Medical, sondern das war Jennys Bett. Wo schläft denn Jenny? Einfach da draußen. Super. Du hast schon ein Superior Bed und dann pennt sie nicht mehr drin. Denise kocht, das ist gut. Dann gibt es wenigstens was zu essen wieder. Ja, im Moment machen die Feinmühlen sogar mehr Sinn, weil wir haben von allem halt am meisten. Also, wenn, benutzen wir beides halt, dann in gleichen Maßen. Ist besser als 10 von einem zu benutzen. Deswegen stelle ich das jetzt gerade mal um. Wo bist du denn? Electric Stove. Da. Simple Meal. Dann machen wir mal Suspend. Und Suspend. Und die Lavish Meals, die kannst du machen. Und da machen wir mal 20 Fine Meals. Ist schon wieder jemand krank geworden? Gibt's doch nicht. Heat Stroke. Critical Severe Illness. Kann man da irgendwas machen? Muss man da was machen? Feeding Fine Meal to Manu. Ja. Der hat einfach einen Hitzeschlag bekommen, weil hier drin sind es 35 Grad. Ja, das ist warm. Aber das sollte doch noch in Ordnung für dich sein, oder? Boah, Maximum. 16 Grad, dann reicht's dem, dann ist dem zu warm. Ist der so dick angezogen? Er hat halt Wollsachen halt an. Kümmert er sich nicht irgendwie selbst darum, dass, wenn ihm zu warm ist, dass er das dann auszieht? Alle haben sie jetzt einen Hitzeschlag. Ist da mal. Ah, okay, genau, kannst auch mal da drin chillen. Waiting in safe temperature. Ja, das ist gar nicht mal so dumm, wenn du was machst. Ist der Alpaka getroffen? Warum? Jenny. Geh da jetzt hin und schieß aus nächster Nähe. Das kann sich ja keiner angucken. So, aber hier geht zwar gerade alles vor die Hunde. So ein bisschen. Aber ich mache mal kurz eine Pause. Und ob es dann final vor die Hunde geht, das zeige ich euch dann, wenn ihr nochmal das nächste Video anschaut. Also bis dann. Tschüss.